Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wise Ace Attorney. Im Fall des Stils am Morais. Ich habe ungelogen noch nicht nachgeguckt, was wir machen müssen. Und auch nicht Offplay versucht. Ich wollte ja jetzt eigentlich sowieso für heute aufhören mit Phoenix Wright, aber da meine Mutter eben noch ein paar Sachen von mir wollte, ist es jetzt zu spät, um wirklich noch heute mein Weihnachts-Let's Play aufzunehmen. Das heißt, ich muss jetzt wieder eine ganze Woche warten, bis ich damit anfangen kann. Toll. Naja, der gute Sonntag, immer viel zu kurz, weil man immer nochmal zurückfahren muss nach Bremen. Naja, egal, scheißegal. Hat jetzt diesmal umgehauen, Buff. So. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich das, oder? Wegen dem natürlich und so, das könnte sein. Beziehungsweise die Kamera. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben noch 4 Ausrufezeichen und wir haben gespeichert. Von daher scheiß drauf. Das war nicht das Richtige. Euer Ehren, was halten Sie von der Zeugenaussage? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie, widerspricht klar den, ich dachte... das hört sich nicht sehr überzeugend an, Herr Wright. Einspruch abgelehnt. Das hat mir dem Richter wohl kaum Punkte gebracht. Dann halt nicht. Dann ist es doch die Kamera. War es auch nicht? Oh, ernsthaft. Klar, diesen Beweis, ja. Hä? Ach ja, ich sehe keinerlei Widerspruch. Wie? Wirklich nicht? Einspruch abgelehnt. Denken Sie nach, bevor Sie Anschuldigung erheben, Herr Wright. Ups, das war wohl nichts. Scheiße. Das fängt ja super an. Aber Mia hat mich doch hier auch so angeguckt. Was soll ich denn machen? Das Foto hier? Auch nicht. Willst du mich verarschen? Dieser Beweis belegt klar den Widerspruch und diese Aussage, euer Ehren. Und wie genau hängen der Beweis und die Aussage zusammen? Gar nicht, oder? Kein bisschen. Herr Wright, sehen Sie sich die Fakten an, bevor Sie Anschuldigung erheben. Alter! Ich hab nur noch einen. Ich hab keine Ahnung. Das war's. Es reicht. Das Gericht sieht keinerlei Grund, diesen Prozess fortzuführen. Oh oh. Das Gericht befindet den Angeklagten Harry Powers für... schuldig. Der Angeklagte wird sofort dem Gericht übergeben. Und in Gewahrsam gehalten, bis zur Revision vor einem höheren Gericht in einem Monat. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Scheiße. Leute, das war unsere erste Niederlage. Ey. Scheiße. What should I do? Ich greife nochmal an, ich muss das nochmal durchlesen, was jetzt hier gesagt wird, ey. Was passiert da mit dem bösen Typ? Hä? Nun... der hat sich irgendwie nicht bewegt. Kein bisschen. So als wäre er tot. Ach, muss ich da weiter angreifen? Oh, wahrscheinlich. Yay. Nun, er hat sich irgendwie nicht bewegt. Kein bisschen. So als wäre er tot. Ich glaube, er war ein echter Profi. Ein echt guter Schauspieler. Ja, ich schätze, das war er. Ah, jetzt geht's nämlich auch automatisch weiter, wo ich... Hattest du die Kamera denn nicht dabei? Echt nicht? Moment. Wenn du eine Kamera dabei gehabt hättest? Du meinst, du hattest keine Kamera dabei? Ja genau, das hatten wir ja schon. Nein, hatte ich nicht. Nicht immer angeblich. Ach nein.
Phoenix, denk dran, es ist ein Kind. Sei nett. Ja. Er hat doch vorher noch gesagt, er hat die Kamera immer dabei. Von daher, wahrscheinlich muss ich da Einspruch erheben mit der Kamera. Stand das da nicht sogar bei? Er hat es auf jeden Fall gesagt, dass er sie doch immer dabei hat. Hier, hat sie immer dabei. Ha! Ich war eben einfach nur dumm, wirklich, dass ich überhaupt da verloren habe. Das hätte nicht sein müssen, wenn ich mal genauer nachgedacht hätte. Ich sehe es doch auch, ich muss ihn mehr angreifen. Und ich mache Einspruch. Ich bin auch so... Reden wir nicht weiter drüber. Es war unglücklich und ich habe es auf Band. Scheiße. Naja, egal. Cody, was hast du gerade gesagt? Hast nun... Ist... Was? Cody, was du gerade gesagt hast, nun, ist etwas seltsam. Sagtest du nicht vorhin, dass du deine digitale Kamera überall hin mitnimmst? Das hörte sich ziemlich eindeutig an. That face. Sorry, ich finde das gerade übelst genial, dieses Face. Hä? Cody, du darfst hier nicht lügen. Das verstehst du doch, oder? Herr Wright, dürft ihr... Lachflash, scheiße. Oh, ich hab dieses Gesicht immer noch vor Augen, ey. Scheiße, das war zu geil. Oh Mann. Herr Wright, dürfte ich Sie einen Moment... Oh, hab ich Ihnen zu sehr unter Druck gesetzt? Oh, Hilfe. Von was für einer digitalen Kamera reden Sie da? Ja, welcher wohl? Es ist, eine Digitalkamera, euer Ehren. Das ist die junge Generation. Das kennen Sie daher vielleicht nicht, aber er hält doch eine in der Hand. Eine neue Art von Kamera. Wie soll ich das erklären? Ich verstehe. Jedenfalls, Cody, kann ich kaum glauben, dass du deine Kamera nicht zum Studio mitbrachtest. Du brachtest sie dabei, nicht wahr? Du hattest sie... du brachtest sie, genau. Du hattest sie dabei, nicht wahr? Was? Herr Wright, wie können Sie nur so grausam sein und ein armes Kind so terrorisieren? Musst du gerade sagen, Edgeworth. Egal ob Kind oder Staatsanwalt, niemand lügt vor Gericht. Was meinen Sie mit Staatsanwalt? Nun, Cody? Was? Ja, ich hatte meine Kamera dabei. Na und? Haben Sie ein Problem damit? Du hattest also eine Kamera? Und hast du die Kamera auch benutzt? Warum hätte ich das tun sollen? Ich war zu sehr mit Beobachten beschäftigt. Hm. Na schön. Bitte erzähl dem Gericht, was du alles beobachtet hast. Yay, es geht weiter. Was ich sah. Ja, ich hatte meine Kamera dabei. Aber ich war so von der Action gefesselt. Ich konnte nichts anderes machen. Der Steel-Samurai ging auf den Bösen los. Bam! Dann bewegte sich der Böse nicht mehr. Er ist so stark. Der Steel-Samurai ist der Beste. Das war ja nicht gerade viel. Ah, war das alles? Ja, er ist auch verwirrt. Nun, das war kurz. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör. Auweia. Warum hast du sie nicht benutzt? Das wird er schon noch erklären. Entspannen Sie sich und hören Sie zu. Weil ich zu sehr gefesselt war von dem, was passierte. Du hast also den Steel-Samurai beobachtet. Hast du den ganzen Kampf gesehen? Ja, natürlich. Du schautest nicht weg, nicht ein einziges Mal? Nein. Na gut, dann sag uns genau, was passierte. Ja, das sagte ich doch schon noch. Okay. Also hat der Böse ihn zuerst angegriffen? Ja. Aha. Was für eine Person war dieser Böse? Das habe ich doch schon gesagt. Einfach ein Typ. Was hatte er an? Keine Ahnung mehr. Ich war so auf den Steel-Samurai konzentriert. Ich verstehe. Und dann? Dann bewegt sich der Böse nicht mehr.
Warum? Hä? Wie, warum? Warum hat sich der Böse nicht mehr bewegt? Na, weil der Stil-Samurai ihn zum Schweigen gebracht hatte. Und wie genau hat er das gemacht? Wie er das gemacht hat? Mit einem Samurai-Kick und einem Samurai-Willen. Samurai-Heb, Samurai-Stoß. So ähnlich. Das ist mir immer noch zu ungenau. Was denn? Lassen Sie mich nicht so an, Alter. Wie soll ich jetzt weitermachen? Härter angreifen. Immer. Cody. Was? Etwas stört mich. Eben noch sagtest du, du konntest nichts anderes machen. Ja, na und? Du hast das Wichtigste verpasst. Was soll das heißen? Der Zeuge hat klar beschrieben, was er sah. Einspruch in your face! Sie wissen doch so gut wie ich, dass die Aussage sehr ungenau ist. Sagen Sie mir, welcher Mörder einen Samurai-Stoß einsetzt. Worauf ich hinaus will, ist... Cody, du magst zwar einen Teil des Kampfes des Samurai gesehen haben, aber den entscheidenden Teil hast du nicht gesehen, den tödlichen Schlag. Ruhe, Ruhe! Herr Wright, wie kann das sein? Können Sie erklären, warum so etwas in... warum er so etwas Entscheidendes nicht sah? Das sage ich dir, nachdem ich gespeichert habe, mein Freund. Witt. Wow. Das ist es ja. Phoenix, ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Denk nach, warum sah Cody den Höhepunkt des Kampfes nicht? Ich kenne dich. Ich weiß, dass du es herausbekommen kannst. Alright, Ihre Antwort. Wir haben klargestellt, dass der Junge ein großer Fan des Stil-Samurai ist. Warum soll er den Höhepunkt des Kampfes nicht gesehen haben? Ich glaube, er kann es nicht gesehen haben, weil er wegrannte ja schon vorher, weil er Angst gekriegt hat. Er kann es nicht gesehen haben. Weil er es nicht gesehen haben kann. Wie kann ein Junge in seinem Alter einfach einen Mord zu sehen? Einen Moment bitte. Eines ist in der Aussage des Jungen deutlich geworden. Er glaubte nicht, Zeuge eines Mordes geworden zu sein. Er sah den Stil-Samurai kämpfen, genau wie im Fernsehen. Je realistischer der Kampf, desto mehr hätte er zugesehen. Ich stimme Hedgeworth zu. Nun, Herr Wright, haben Sie eine andere Erklärung? Okay, ich kriege keinen Ausrufezeichen abgezogen. Das ist doch gut. Er hat was anderes gesehen dann vielleicht. Er hat den Höhepunkt des Kampfes verpasst, weil er auf etwas anderes geachtet hat, vermutlich. Okay, ich brauche echt einen Beweis. Scheiße. Vermutlich. Etwas anderes? Herr Wright, erklären Sie das. Was hätte den Jungen davon ablenken können, zu sein Idol kämpfen zu sehen? Worauf hat er Ihrer Meinung nach denn geachtet? Oha. Na los, denk nach, nichts. Herr Wright, bitte unterlassen Sie haltlose Behauptungen. Ja, tut mir leid, euer Ehren. Haben Sie eine andere Erklärung? Ja, okay. Haben wir die anderen Möglichkeiten auch mal gesehen? Ich wollte euch natürlich nur zeigen, dass, was dann passiert. Ne? Ich weiß natürlich, dass ich einen Beweis vorlegen muss, ist klar. Euer Ehren, ich habe einen Beweis. Beweis? Ja, euer Ehren. Warum achtete Cody nicht auf den Kampf? Weil der Kopf des Affen umfiel vielleicht? Scheiße, das ist falsch. Hier ist mein Beweis. Beweis? Kann ich es nochmal versuchen? Das beweist gar nichts. Sie verlieren die Nerven, nicht wahr? Na schön, ich frage Sie nochmal. Ah.
Wenigstens verliere ich keine Ausrufezeichen. Das ist doch schon mal sehr viel wert. Also, das war's nicht. Kamera. Ja, gut. Hier ist mein Beweis. Was ist das? Die Kamera? Der Zeuge sagte, dass er die Kamera nur neu bekommen hatte. Ja, das weiß ich. Er wusste nicht genau, wie sie funktioniert. Auch das weiß ich. Ah! Korrekt. Warum hätte Cody im entscheidenden Moment woanders hinsehen sollen? Weil er mit seiner Kamera beschäftigt war. Er versuchte ein Foto zu machen. Sad face again. Volltreffer. Was ist ihr Problem, Alter? Macht es ihnen Spaß, kleine Kinder einzuschüchtern? Anzugreifen, nicht einschüchtern. Gute Arbeit, Phoenix. Cody hat gelogen, ganz klar. Du hast clever erkannt, dass er nicht einfach nur seinem Helden zusehen konnte, ohne ein Foto zu machen. Genau. Cody? Es kann nur einen Grund geben, warum du den Kampf nicht gesehen hast. Und der ist, dass du ein Foto machen wolltest. Aber da du deine Kamera erst neu hattest, kanntest du dich damit noch nicht aus. Also hast du den wichtigsten Teil des Kampfes verpasst. Stimmt das? Ja. Nun, Phoenix. Ich wette um alles, dass er noch mehr verheimlicht. Lass ihn nochmal aussagen. Einverstanden. Mir meint es ernst. Euer Ehren. Die Verteidigung bittet um eine erneute Aussage von Cody Hackens. Na schön. Cody? Kannst du uns bitte über deine Kamera erzählen? Und erklären, warum du kein Foto vom Kampf machtest? Willkommen in der Realität, Junge. Kein Foto? Ne? Oh. Der Part ist definitiv jetzt schon lang genug. Ich habe viel zu viel Zeit mit Verlieren verschwendet. Es tut mir leid. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haben wir das auch mal gesehen, ne? Muss ja auch mal sein. Und ja. Sorry dafür. Aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß mit dem Part. Und ja, wir sehen und hören uns hier beim nächsten Mal alle wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.